Ja, wir sind mal wieder bei der Fruchteria, nämlich bei Andrea Dumont. Hier ist sie bei mir. Ja, grüß dich, Andrea. Hallo, grüß dich, Sven. Ja, wir drehen jetzt mittlerweile im April. So, die Markenbekanntheit, die hat ein bisschen zugenommen. Ja, also ich muss sagen, die Leute erkennen mich immer mehr. So ist es ja. Wir gehen noch mal kurz rein. Hier ist ein tolles Geschäft, nämlich die Fruchteria. Die ist hier drin. Ich zeig's mal gerade. Und wer dich noch nicht kennt, hier sind die Öffnungszeiten, die sind aktuell? Genau, die sind jetzt ganz aktuell. Wir haben jetzt unsere Öffnungszeiten dienstags bis freitags auch verlängert bis 18.30 Uhr. Ja, sehr schön. Dienstags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr und am Wochenende von 9 bis 14 Uhr. Spezialität bei dir sind die wunderschönen Fruchtaufstriche. Und da muss man wirklich sagen, die machst du alle selber. Wir werden jetzt mal gerade mal ein paar Bilder einblenden, wie du das Ganze kochst. Also eigentlich ist das, ich sag mal, Heimarbeit, wie man es kennt zu Hause, kann man das so sagen? Ja, so wie die Oma das früher gemacht hat, geschnippelt, alles in Handarbeit, zum Teil auch selbst geerntet, was wir regional ernten können. Banane, Ananas geht natürlich nicht, die besorgen wir bei ausgesuchten Händlern auf dem Großmarkt. Aber alles, was wir hier ernten können, die Quitten, die Zwetschgen, die Kirschen, Rhabarber, das ist alles hier aus der Region. Wenn du mal so nett bist, mal gerade so ein Glas in die Hand nimmst, dass man mal den Größenvergleich sieht. Es gibt nämlich kleine und große Gläser und du empfiehlst also immer, ich habe nämlich auch heute wieder mal für rund mal 50 Euro investiert und da kriegt man schon einiges für und habe mal viele kleine Gläschen mal mitgenommen. Das gucken wir uns gleich mal an, was daraus geworden ist. Ich habe nämlich die Kollegen gebeten, sie sollen mal einpacken. Ja, genau. Ja, Thema Liebe und Haltbarkeit. Wie lange ist das haltbar, wenn man das bei dir kauft? Also wenn es bei uns produziert wird, ist es rund ein Jahr haltbar. Ja. Marmelade wird in der Regel nicht schlecht, aber wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben und da geben wir ein Jahr Garantie. Okay, die ist theoretisch länger haltbar, keine Frage, ist ja eingeweckt. Das heißt, die wird heiß ins Glas gefüllt, dann verschlossen. Ja. Dadurch ist die kochend heiß und alle Keime werden praktisch Feierabend. Sind weg, genau. Da ist kein Keim, nichts mit drin. Eingeweckt. Eingeweckt ist nochmal ein anderes Verfahren. Ich habe ja keine Ahnung. Also siehst du, also hier oben steht es auch, es ist die probierbar. Das tun auch viele Leute, oder? Ja, also wir empfehlen immer wieder, auch vorher zu probieren. Sind immer genügend Löffel da und gerade weil es ausgefallene Sachen sind, klingt es vielleicht sehr spannend, ist aber dann der Geschmack. Schmecken tun sie alle, aber man hat ja so seine Vorlieben. Und deshalb ist es immer wichtig, das probiert wird. So, wir fangen mal an. Du hast zum Beispiel Johannisbeere, die läuft gut? Johannisbeere ist ein Klassiker. Die Klassiker allgemein laufen immer gut. Die auch herzhafte Sachen. Wir haben auch herzhafte Sachen, Chutneys, Relishes. Aber wir haben auch ganz ausgefallene Sachen. Karotte mit Limette, eine Pomme de terre, also eine Kartoffelmarmelade. Wir haben ein Malzbiergelee, wir haben ein Rosengelee, Mango mit Rosmarin. Also über 40 Sorten im Angebot. Ja, es ist ein super Geschenk, muss man sagen. Es ist made im Saarland. Man kann nicht einfach so Sachen einkochen und dann verkaufen. Da gibt es Auflagen. Du wirst auch geprüft. Ja, also wir werden regelmäßig kontrolliert. Einmal von der vom Gesundheitsamt und genauso gut aber auch von den Dienstaufsichtsbehörden, was Füllmengen anbelangt, was Etikettieren anbelangt, all diese Dinge. Konfitürenverordnung ist eine ganz wichtige Geschichte. Heiße Liebe, was ist das? Heiße Liebe ist eine Sauerkirsch mit Schoko und Chili, vom Geschmack her sehr schokoladig und geht in Richtung Schwarzwälder Kirsch. Ja, du hast da wirklich alles, Rhabarber, Quitte, du hast es eben schon ein bisschen aufgezählt, aber auch Mango, ha, cool. Da unten ist ja nochmal, das Malzbiergelee geht gut, oder, bei dir? Malzbiergelee ist so ein absolut besonderes Highlight, geht auch sehr, sehr gut bei den Kindern im Quark oder im Joghurt. Also man kann die nicht nur als Brotaufstrich verwenden, sondern auch ganz viel sonst mitmachen, als Kuchenfüllung. Mhm. So, das Ganze wird mit Liebe gemacht. Da unten, da ist noch ein bisschen mehr. Du hast Honig auch. Der ist nicht von dir, oder? Den machst du nicht selber? Den Honig mache ich nicht selber. Da haben wir einen Imker aus dem Saargau mit eigenen Streuobstwiesen. Ist letztes Jahr von 30 eingereichten Honigen bei der Kammer von 6 mit Gold ausgezeichnet worden. Was ist das da unten? Das sind Sirupe. Auch alle rein in Handarbeit hergestellt, ideal im Mineralwasser oder aber auch mal im guten Cremant mit drin. Von Hand hergestellt, aber es geht noch weiter. Es gibt kleinere Einheiten, das sind kleine Gläser, die haben 140 Gramm drin, da kann man testen.
Das heißt, da ist nichts anderes drin wie ein Rosenglas, aber ein bisschen mehr Aufwand, oder? Ja gut, wenn man es von den Kosten sieht, ist natürlich ein kleineres Glas immer teurer, weil das Glas ist das Teure daran und nicht der Inhalt. Der Inhalt ist ja der gleiche. Oh, der Aufwand, du musst aber ja ein bisschen mehr abfüllen. Das auch, aber wir haben immer mehr Single-Haushalte und bei uns läuft ganz viel im Geschenkebereich und da sind die kleinen Gläser einfach besser. Wir gucken uns gleich mal an, was ich eingekauft habe. Das interessiert mich nämlich. Die Kollegin ja, bereits gerade ein bisschen vor. Das Spannende dabei ist, ja, Kiwi-Wodka, wie cool ist das denn? Das ist, du hast mir erzählt, die Farben sind nicht ganz so poppig, wie, ich sag mal, wenn du es im Supermarkt kaufst. Das hat ein bisschen was damit zu tun, da sind ja gar keine Farbstoffe drin, künstliche, oder? Ja, wir haben gar keine Farbstoffe drin, wir haben also nur das Produkt mit drin und einen Gelierzucker. Wir nehmen da aber auch nur die halbe Menge des Gelierzuckers. Viel Frucht. Genau, viel Frucht, Geschmack und dann verblassen auch Farben, gerade wie bei Erdbeere, das verblasst irgendwann auch ein bisschen. Aber dafür, das ändert ja nichts am Geschmack und an der Qualität des Produktes, sondern einfach nur, es sieht etwas anders aus. Also, und das große Gläser, die sind hier oben, wie viel ist da drin? Das ist 380 Gramm Gläser und die sind zum Beispiel 3,70 Euro und die 140 Gramm Gläser sind 2,20 Euro und alle Sorten im gleichen Preis. Cool. So, da unten ist noch viel mehr. Ja, das sind die herzhaften Sachen, das sind die Chutneys. Hier geht es in die Chutney-Richtung, in die ganzen herzhaften Sachen und das ist immer saisonal bedingt. Da haben wir jetzt im Moment Apfel, Mango, Pflaume, rote Beete und ein Zwickel mit Chili, das ist das Zwickelbier. Und das ist mit Chili gekocht und ist jetzt kommt zur Grillzeit sehr, sehr gut. Und Soßen. Das heißt, ich kann also auch meinen Schwenker mit einer Knoblauchsoße von der Frutaria machen. Ja, das geht auch. Das sind also Grill- und Pastasoßen. Es ist keine Ketchup-Konsistenz, es ist etwas flüssiger. Ist auch bewusst so gewählt, denn zum guten Reisgericht oder zur Pasta soll es nicht diese Festigkeit haben. Und die haben alles nur die reine Natur drin. Da ist also kein Zusatzstoff mit drin, kein Stabilisator, Konservierungsstoff oder sonst irgendwas. Zeig mir mal so einen Gutschein, den du hast, wie der aussieht. Ich will mal sehen, das war mal ganz spontan jetzt. Der sieht von vorne so aus und dann haben wir ihn hinten, dann mit dem Betrag kann er individualisiert werden. Genau. Und da gibt es noch einen Umschlag zu oder wie läuft genau, das? Genau, da gibt es einen Umschlag zu, da gibt es ein nettes Bändchen noch dazu. Manchmal wird er auch zum Geschenk noch mit dazu gesteckt, dass man nicht nur den Briefumschlag hat, sondern noch eine Kleinigkeit dazu hat. Das ist ganz unterschiedlich. So, dazu kann man auch einen Korb ergänzen. Du hast mal so ein paar Körbe mal zusammengestellt. Also hier haben wir ein Beispiel. Das sind 16,70 Euro. Also wir haben mal so typische, was man halt so gerne mal schenkt, so ein Zwanni wird auch mal gern geschenkt, 16,70 Euro. Was ist da alles drin? Also hier haben wir jetzt auch Fruchtaufstriche mit drin, wir haben aber auch zwei Chutneys mit drin, wir haben Mehl mit drin, wir haben was zum Knabbern mit drin und wir haben was Süßes mit drin. Und der Korb ist auch dabei? Und der Korb ist auch dabei, genau. Und wir machen von ganz klein bis ganz groß. Also wir verpacken, wir machen auch ein Schleifchen an ein Glas Marmelade mit dran. Das wird zum Beispiel sehr gern genommen, wenn solche Gutscheine verschenkt werden. Wir machen aber auch ganz große Körbe. Das Einzige, was du mir erzählt hast, es wird in Kürze wird's für die Folie ein bisschen Aufpreis geben, weil du hast da Alternativen, es muss nicht immer eine Folie sein, du hast andere Sachen, also weniger Kunststoff. Genau, wir wollen wirklich das Umweltthema angehen, wollen weniger Kunststoff machen. Es gibt halt immer noch die Kunden, die Folie unbedingt drumherum haben wollen. Aber wir haben hier auch schon mal separate Beispiele. Einmal gibt es diese Art Papiertüten mit einer Maisfolie vorne dran. Achso, die ist auch verrottbar. Genau, die ist verrottbar. Dann haben wir hier sowas auch mal in Stoff eingepackt. Dann gibt es hier drüben. Es soll ja Leute geben, die auf Kunststoff durchaus allergisch reagieren, wenn die was verpackt haben. Also das ist ja immer mehr ein Kommen und da ist das natürlich auch ganz schick. Wobei, das ist jetzt auch noch Kunststoff, aber es ist schon keine Folie mehr. Genau, es ist keine Folie mehr. Und hier kann man auch immer mal weiter noch was mitmachen. Die Folie, die macht man ab und wirft sie sofort weg. Mhm. Aber wir haben noch ganz andere Alternativen und das kommt. Warte mal kurz, ich zeige es gerade mal. Also das sind jetzt nur mal so Beispiele. Also eine Tüte Heimat. Ja, Heimat bezogen auf Saarland nehme ich an. Genau, auf Saarland bezogen, weil wir ganz viele Kunden haben, die letztendlich, wenn sie was schenken wollen, aus der Region haben wollen. So, und dann sag mal, du hast noch was?
Das ist so die Alternative, die wir jetzt mittlerweile anbieten, die gar nichts mehr mit Kunststoff zu tun hat. Das ist ein klassisches Geschirrhandtuch. Das gibt es in groß, in klein. Da gibt es verschiedene Falttechniken dazu. Und das kann jeder immer noch mal weiterverwenden. Das ist ja geil. Lass mal gucken. Also echt, das ist ein Geschirrhandtuch? Das ist ein Geschirrhandtuch, ganz genau. Hast du gut gemacht. Ja. Und es sieht so auf den ersten Blick. Aber das ist ja nun wirklich mal was richtig Cooles. Also das heißt, das Geschirrhandtuch ist dabei. 10,80 Euro, was ist da drin? Das sind jetzt klassische Marmeladen drin. Die kleinen Gläschen sind 4 Stück drin. Ein ideales Mitbringsel. Auch wenn man mal nur zum Kaffee eingeladen ist, anstatt Blumen, bringt man mal sowas mit. Ja, du hast auch hier vorne, da sieht man es auch in verschiedenen Farben, also nicht nur im Braun. Wenn ich jetzt so eher so ein hellerer Typ bin, dann habe ich das hier. Genau, das ist ein bisschen frühlingshafter, ein bisschen poppiger. Der eine mag es ja eher klassisch, der andere ein bisschen aufwendiger. Und da kann man auch noch einen Stecker dran machen, wie wir es hier jetzt haben, gute Besserung oder herzlichen Glückwunsch, danke. Also da gibt es ganz viele Zusatzmöglichkeiten. So, also erstes Video, was wir heute machen, ist mal zum Thema Geschenke und zwar deine, ich sag mal, Gelees und deine Fruchtaufstriche und die Chutneys und was du nicht alles hast. Ja, da ist es. Also hier ist Creme Karamell oder Landbiercreme. Ich zeig's mal gerade. Alles handgeschrieben. Ja, wir müssen auf ein ganz dringendes Thema eingehen und deswegen hast du uns ja auch gerufen. Bei dir ist schon richtig viel los. Du bist auf Märkten, da reißen dir die Leute wirklich, ich sag mal, deine Waren aus den Händen. Aber hier in der Stadt leidest du ein bisschen, du bist in der Hochparterre schon seit ein paar Jahren und hast du mir gesagt, wir müssen einfach bekannter machen, dass wir da sind. Deswegen gehen wir nochmal raus und zeigen das nochmal. Da gibt es immer noch Leute, die sagen, ich weiß nicht, wo du bist. Und das passiert leider viel zu oft. Ja, das passiert halt immer wieder, dass die Leute mich suchen, dass sie mich nicht finden. Und daran wollen wir ganz einfach arbeiten. Ja, dann machen wir das doch mal. Also hier vorne ist die... Also wir sind grundsätzlich mal in der Mainzer Straße. Warte, ich zeig's mal. Hier vorne steht's auch mal im Quartier Mainzer Straße. Hier gegenüber ist mein Freund und Kupferstecher, der Stefan Kohl von der Pietät von Rüden. Der ist da. Und hier auf der Seite hier, ja, da geht's nämlich direkt in die Innenstadt. Und hier ist das Hotel Leidinger. So sieht's aus. Und du bist quasi am Eingang vom Solivo. So muss man es ja sagen. Also hier war mal ein Restaurant, genau. Also ist noch, beziehungsweise genau. Ich bin auf der ehemaligen Fläche des Restaurants. Das Restaurant ist in den Wintergarten gezogen und ich bin jetzt im vorderen Bereich, wie gesagt, auf der Fläche des ehemaligen Restaurants Es Olivo. Ja, man sieht es auch so ein bisschen, also wenn man hier so vorbeigeht, dann sieht man dich nicht so direkt. Und hier vorne ist natürlich dein wunderschönes Schaufenster, was du gemacht hast, aber du weißt ja selbst, wie es ist. Ja, man geht so vorbei. Also, du bist also praktisch hier, wo das große L ist. So, und jetzt haben wir was Tolles zu berichten. Die Fahne werden wir in Kürze mal ein bisschen austauschen. Dann machen wir dich mal ein bisschen sichtbarer. Und dass wir das mal sehen. Andrea Dumont, erstmal vielen Dank für den netten Rundgang. Also, du bist eigentlich ein Geheimtipp, unter anderem wirklich für ein tolles Geschenk, oder? Das würde ich so sagen, ja, genau. Du hast auch viele, die kommen immer wieder, kaufen deine Fruchtaufstriche nach. So ist es, aber wenn ich ein richtig geniales Geschenk suche, unter anderem selbst gemacht von dir selber oder hier aus dem Saarland, das ganz viele saarländische Sachen, dann bist du eine gute Adresse. Ja, also ich bin der größte Anbieter, der regionale Produkte hier im Saarbrücken vertreibt und habe auch ganz viel im Prinzip Kontakt zu den einzelnen Anbietern und kann halt also nicht nur rein Marmelade in den Korb packen, sondern ganz viele Sachen noch mit dazu. Das geht von ganz groß bis ganz klein. Super. Andrea, vielen Dank. Mainzer Straße Nummer 12. Mainzer Straße Nummer 12, direkt neben dem Domizil Leidinger. Postleitzahl 66111, was habt ihr? 66111, jawohl. Dankeschön, tschüss. Sehr gern.